Also verstehen Sie, meine Damen und Herren, eine Zusammenarbeit zwischen westlichen und östlichen Geheimdiensten. Und damit sorgt man dafür, dass sich keine unabhängige Kraft entwickeln kann. Also, solange man entweder für den Osten, also für Moskau ist und Peking, oder nur für Washington, dann ist man, bleibt man in diesem System drin und die großen Supermächte haben damit kein allzu großes Problem. Sondern das ist ein zum Teil abgekartetes Spiel, vielleicht sogar ein komplett abgekartetes Spiel. Und das ist etwas, wovor ich immer gewarnt habe und wovor ich auch warne in meinem Buch 2020 Weltkrieg oder Weltregierung, Deutschlands Zukunft ohne die Supermächte. Weil eben die große Gefahr besteht, dass auch der jetzige neue Kalte Krieg eine Inszenierung ist, die dazu dienen soll, dass die verschiedenen Supermächte, die zwei großen Blöcke Ost und West, dass diese beiden Blöcke die Welt komplett erobern, dass sie alles durchmilitarisieren, jede Freiheit, bürgerlichen Freiheiten vernichten und dass dieser Krieg eben als Vorwand benutzt wird, dieser Kalte Krieg oder Stellvertreterkriege. Und jede Seite kann die Opposition zu Hause als Landesverräter brandmarken und als Agenten der jeweils anderen Seite. Also wenn ich zum Beispiel den Putinismus kritisiere, also diesen Putin-Führerkult, diesen ekelhaften Führerkult und diese ganzen Lemminge, die sich dann Großes versprechen und diese ganzen Heimlich-Nazis, die sich dann Mords viel versprechen in der Zukunft und nicht schnallen, dass sie reingelegt werden. Also wenn ich diesen ganzen Irrsinn, diesen deutschfeindlichen, landesverräterischen, antideutschen Irrsinn kritisiere, dann heißt es immer, Alex Benisch ist ein Amerika-Agent, Alex Benisch ist ein Amerika-Agent. Und das ist dieses Denkmuster, dieses simple Links-Rechts-Denkmuster. Du bist entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Das wurde so in die Leute rein konditioniert, dass sie nichts anderes mehr kennen. Und schon sind die Supermächte zufrieden. Deswegen ist es ein Desaster, wenn die Patrioten in den USA oder in Europa, wenn die freiheitsliebenden Menschen sich auf die Seite Russlands stellen. Weil das eine Falle ist. Ob diese Ost-West-Zusammenarbeit nur punktuell ist oder ob es darübergehend eine richtig enge Zusammenarbeit gibt, die den unteren Schichten verborgen ist. Ob so oder so, es ist für die Patrioten in die Freiheitsliebenden in Europa und in den USA absolut verkehrt, mit Russland zu kooperieren, weil sie dann eben als Landesverräter gebrandmarkt werden, weil sie sich dann eben vielen, vielen Dingen schuldig machen und teilweise auch dann, tatsächlich Seite an Seite kämpfen werden mit Russen oder mit russischen Waffen und so weiter. Und gerade hier in Europa, ich meine, da gibt es dann so viele Typen, also gerade in diesem radikal-muslimischen Milieu, also da gibt es dann einige gescheiterte Leute oder wie in Deutschland mit diesem Dennis Kuspert, der dann irgendwie Rapper werden wollte, Deso Dog, und dann ging er dann in Dschihad nach Syrien und ist so ein gefeierter Dschihadi-Führer inzwischen, also dieser deutsche Typ. Eigentlich ein völliger Loser, der schon in der Therapie war und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung wahrscheinlich hat. Und er will Grandeur, er will die große Mission, er will die große Berühmtheit und er will endlich mal Leute umbringen. Und die Dschihadis geben ihm die Möglichkeit dazu. Aber wo will er denn hin, wenn er anfängt und sagt, okay, ich werde jetzt radikal, wo gehe ich hin? Ja, er geht zu den etablierten muslimischen, radikal-muslimischen Kreisen in Europa. Er geht in die einschlägigen Moscheen, wo er dann rumfragt, welche ist richtig radikal. Er trifft dann die einschlägig bekannten Personen. Er wird dann vermittelt an Ausbildungslager oder quasi einfach eine Reise vermittelt, wie er dann das Land verlassen kann, möglichst ohne, dass es groß auffällt, oder zumindest den Kontinent verlassen kann, Europa hier. Man muss dann, also diese Leute gehen dann an die einschlägig bekannten Stelle, zu den einschlägig bekannten Kreisen, holen sich dann ihre Waffen, holen sich ihren Sprengstoff, holen sich ihre Infos, holen sich ihre Ausbildungen und so weiter im Ausland. Und da geraten die unweigerlich in das Netz aus Geheimdiensten von Ost und West. Und dann gab es den ganzen Kalten Krieg über und auch während dem Zweiten Weltkrieg gab es sehr, sehr bizarre Kapitel. Also beispielsweise gab es dann moskautreue Kommunisten, die dann die moskautreue Kommunisten, die andere kommunistische Gruppen verraten hatten. Auch in Spanien.
Auch in der Kriegssituation, wo die Faschisten gegen die Linken gekämpft haben und so und anderswo, und da wurden dann reihenweise linke Gruppen verraten an die Faschisten. Die wurden dann alle verhaftet und gefoltert und umgebracht und so oder deportiert. Und die Motivation war dahinter, Stalin wollte keine unabhängige Linke in Europa. Stalin wollte ums Verrecken nicht, dass sich hier linke Gruppen etablieren in Europa, die einfach ihr eigenes Ding machen und nicht an unter Moskaus Kontrolle sich befinden. Und dann gab es dann ja die verrücktesten Agenten und sich Willy Brandt, alias Herbert Frahm, der spätere deutsche Kanzler, der war dann unter verschiedenen Identitäten dann irgendwo tätig, und die einen warfen ihm vor, er war ein Agent für die Nazis, die anderen warfen ihm vor, er war ein Agent für die Kommis, und das wirkt alles sehr, sehr schizophren. Aber dann gab es Leute wie Henry Kissinger. Henry Kissinger ist ja der Mann des Westens. Also er ist der Mann, der die Kommis hat bombardieren lassen, die Roten Khmer und so weiter. Also er ist der große Kommi-Killer. Aber ihm werden ja auch Kontakte zum KGB nachgesagt. Und er ist auch der große Förderer von dem kommunistischen China gewesen. Also wir sehen auf dieser Ebene der neuen Weltordnung ganz weit oben, da sind die Pläne einfach größer. Und da gibt es diese Ost-West-Zusammenarbeit sehr, sehr eng. Oder Rudi Dutschke. Wir hatten ja auch eine Story vor einer Weile. Das war, glaube ich, sein Todestag oder so. Wo ist mein Suchfeld auf der neuen Seite? So ein neues Layout. Ich finde mein eigenes Suchfeld nicht. Wie dem auch sei, behelfen wir uns anders. Und zwar haben wir hier eine Story: Rudi Dutschke wird hier immer noch gefeiert und so weiter. Also nicht, und ich halte bis heute nicht viel von Rudi Dutschke und sein Gelaber und seine Ideologie und so weiter. Also ich bin überhaupt kein Fan. Aber lesen Sie diese Story hier auf recenter.com: Starb Rudi Dutschke an einem zweiten Attentat. Okay. Er war nämlich auch so ein Quergeist. Er war jemand, der gesagt hat: Na, ich mag Washington nicht, ich mag London nicht, ich mag aber auch Moskau nicht. Und das war das Todesurteil für Rudi Dutschke. Also, er hatte dann vor einer Weile seinen 75. Geburtstag. Die Linke, die ihm oft wegen seiner Ostblockkritik feindselig gegenüberstand, benutzt ihn heute als einen toten Helden. Die Konservativen waschen sich posthum die Hände und in Unschuld und vergeben ihm. Also, die konservativen Medien sagen: Wir haben doch kaum gehetzt gegen ihn und so weiter. Und man kann uns doch nicht vorwerfen, dass man kann es, also man, das hieß es reihum in der Mainstream, in der konservativen, sogenannten konservativen Mainstream-Presse. Man könne uns doch nicht vorwerfen, dass wir gehetzt hätten gegen Rudi Dutschke und dass wir Leute aufgehetzt hätten zu einem Attentat und so. Wir waschen unsere Hände in Unschuld. Und also er hatte ja die Feinde von rechts und links, weil er eben unabhängig war und unabhängig gedacht hat und sich nicht in irgendeiner Supermacht andienen wollte. Also nur mal zur Information: Ich bin ein vorsichtiger Autofahrer, ich bin nicht suizidal, ich plane ein langes Leben, weil anscheinend lebt man ja relativ gefährlich, wenn man sich nicht irgendeiner fiesen Supermacht andient. Didn't want